Frauen und die sonst noch so hergefahren. Liebe Wählerinnen und Wähler, Beamte und Penner, herzlich willkommen zum Wahlkampf von mir, Horst Schlemmer. Den Schlachtruf, den habt ihr nicht vergessen, der hat sich bei jedem ins Gehirn gefressen. So rufen wir ihn ganz laut und verbal alle zusammen. Alter! Ich möchte heute diesen Anlass nutzen und stelle vor, im Vertrauen mein Wahlprogramm und die Stellung zwischen Männer und Frauen. Ihr wisst es vielleicht schon, was ich hier organisiere. Ich will Kanzler werden. Ich kandidiere. Ich habe lange dafür gerackt, 100-mal ein Buch gewälzt und kräftig angepackt. Mein Wahlaufruf lautet Yes Weekend. Weißt du Bescheid? Das ist Englisch und heißt Ja, wir können. Anderer zum Leid. Englische Wörter sind heute modern. Verstehen tue ich sie nicht, aber ich höre sie halt gern. Dönermorde ist das Unmord des Jahres 2011. Das zeigt die derzeitige politische Einstellung. Do it yourself. Kanal, Kanal, Kanal. Das war die Maxi-Version. Mein Logo nämlich, HSP, Horst Schlemmer Partei, rauscht an den Herzen aller Menschen vorbei. Die anderen Parteien, ob CDU, Linke oder SPD, können nur sammeln. Ergebnisse kann ich aber nicht sehen. Diäterhöhung, das sage ich euch gleich allen zusammen, stehen bei der HSP nicht auf dem Programm. Stattdessen, könnt ihr mir glauben, werden wir künftig bei den Schmarotzern am Hebel schrauben. Kein Geld mehr für Drückeberger, Kriminelle und Scheinkranke. Dafür haben wir dann mehr Kohle an der Tanke. Denn wie sagte schon der Rio Reise, voraus die Prognose für die Spritpreise. Kostet Benzin auch 3,10 Mark, scheißegal, das wird schon gehen. Herr Musikdirektor, das haben wir doch gestern ausgiebig geübt, hä? Ja. Gesundheitlich bin ich schon etwas angeschlagen. Ich habe wie viele andere hier die unendlichen Plagen. Ich habe Rücken, ich habe Kreislauf und ich habe Füße. Nur nicht schlapp machen ist meine Devise. Ich hab Cholera, wie? Und ich hab Schnappatmung und Westwegen. Und ich hab Asthma, der lieben Vorgesetzten wegen. Mein Wahlkampf ist in vollem Gange. Es soll sich jeder fürchten, auch Frau Stange. Ich hab keine Bankgeschäfte oder Sexaffäre. Wäre ja auch nicht schlimm, weil ich ja jetzt Politiker bin. Doch wäre dann das Kanzleramt nicht kompetent, dann wäre ich nämlich Bundespräsident. Es ist fraglich, ob ich 4 Jahre durchhalte und werde überleben. Ist egal, es gibt viel zu bewegen. Ich verspreche hier an dieser Stelle, darauf hebe ich die Karaffe, dass ich 4 Millionen Arbeitsplätze nicht schaffe. Sollte ich es doch
schaffen, was für ein Traum. Da könnt ihr mich abwählen und ich trinke nur noch Bier ohne Schaum. Auf die Frage, wie ich es halte mit den Rechten, mit den Homosexuellen, da kann ich nur mit den Ohren wackeln und muss laut bellen. In meinem Wahlprogramm steht wie sonst wo nie, jeder kann machen, was er will, das Land ist und bleibt eine Demografie. Kein Rauchverbot, keine Warnung vor Drogen und Alkohol und das vom Mittelmeer bis zum Nordpol. Kein Alkoholausschank an Jugendliche auf dem Lande, in der Luft und auf dem Deck. Die saufen doch den Kindern alles weg. Sexistische Werbung auf Flyern der Gaststätten. Diese Kampagne in der Presse kann auch den Werberat nicht retten. Vielmehr sollten die Gastronomen doch öfter zeigen die Sache vom Grill, wie köstlich und lecker die Köchin, von mir aus oben, auch oben ohne, die Speisen zubereiten will, ob der Appetit dann bleibt oder nicht, sieht man dann vielleicht bei Mann und Frau im Gesicht, so bei Maße von 90, 60, 90 und das ohne Schnürsenkel. Ihr werdet lachen, dann kam der andere Schenkel. Ich bin für die Reisefreiheit und Bananen ohne Intervalle. Nicht nur für Wessis, nein, für alle. Erich! Unsere Philosophie, im Osten geht die Sonne auf und wo geht sie unter? Da leidet der Wessi heute noch drunter. Der Regisseur. Schlimmer? Hä? Was? Nee. Die Mauer ist gefallen. Es tut so heilen. Ja, weißt du Bescheid? Seit 89 schon? Und das vor meiner Pension? Ruf doch mal den Gysi an. Frag ihn, ob er auch denkt daran, seine Akten zu vernichten. Sonst kann ich da auch nicht mehr schlichten. Freundschaft! Für alle, die denken, meine Partei ist nicht normal, nochmal für alle. Alter! Ich muss umblättern. Es gibt eine neue Urlaubsregelung in der JVA in Celle. Wenn ihr davon hört, da juckt euch die Pelle. Anstelle Urlaubs- und Weihnachtsgeld, was es mal gab, satt, gibt's nun die Regelung, Planung bis November fürs Folgejahr als Frühbucherrabatt. Es gibt Justizbehörden im Lande, so auch in Celle, da munkelt und spricht man viel über die Zahlstelle. In Salinmoor wurde sie einst abgeschafft, wie auch die Arbeitsverwaltung und die Wirtschaft. Doch wo bleiben für die Ausgänge und die Entlassung die Gelder und Belege? Lieber Herr Cordes, Herr Kollege, in meiner Partei, so sage ich das offen, hat noch keiner solche Entscheidung getroffen. Ich bin für die Neuerrichtung der Zahlstelle in Salinmoor. Dann kommen solche Missverständnisse und verlorene Gelder nicht mehr vor. So wird es geschrieben, so soll es geschehen. Dann wird jeder mit reinem Gewissen nach Hause gehen. Der Fuchs ist schlau und stellt sich stumm, bei den Direktoren ist es andersrum.